Jetzt kann er also auch einen Haken hinter das zweithöchste Gebäude der Welt machen. Zusammen mit seinem Freund Vitali Raskalov hat der Russe Vadim Macharov aus Novosibirsk den Shanghai Tower erklettert. Vermummt, im Sweatshirt und Turnschuhen. Und ungesichert. Immer mit dabei die Kamera, mit der die beiden spektakuläre und schwindelerregende Bilder von der Welt da unten einfangen. Roofing nennt sich die Extremkletterei und die beiden Russen sind darin echte Profis. Auch Deutschland haben sie bereits erklettert. So waren sie zum Beispiel ganz oben auf dem Kölner Dom. Wollten sich die beiden nun noch weiter steigern, müssten sie nach Dubai. Dort steht der Burj Al Arab mit einer Höhe von 828 Metern.